Das South by Southwest Festival mit seinen drei Sparten Film, Interactive und Musik ist ein idealer Marktplatz für Großkonzerne und ebenso für junge Start-up-Unternehmen aus aller Welt. Unzählige interessante Präsentationen und Ausstellungen. Das Publikum staunt und genießt. Ein Highlight im Bereich Film scheint die Ausstellung der HBO-Serie Game of Thrones zu sein. Die Fans nahmen stundenlange Wartezeiten in Kauf, um einmal auf dem Thron zu sitzen. Und um Kostüme und Requisiten zu besichtigen. Ein besonderes Universum ist auch die Interactive-Branche. Die Vielfalt an Erfindungen und innovativen Geschäftsideen ist überwältigend. Crowdfunding spielt für junge Kreative eine wichtige Rolle. Manche Produkte sind schon auf dem Markt, wie dieser 3D-Drucker für nur $2,500. Für andere wird vielleicht noch ein Verwendungszweck gesucht, wie für dieses Armband, das angeblich typische Handbewegungen in die dazu passenden Töne umsetzen kann. In vielen Bars finden Präsentationen und Vernetzungstreffen statt. In Wettbewerben stimmt das Publikum über die originellste Erfindung ab. Überall gibt es Werbegeschenke und Freigetränke. Das Musikfestival hat noch nicht angefangen, aber es ist Interactive Festival Time und da gibt es jede Menge Gimmicks zum Abstauben. Das haben wir natürlich gestern am Samstag genutzt und sind den ganzen Tag in der Stadt unterwegs gewesen und haben ganz viel gesammelt. Und jetzt zeige ich mal, was wir so alles erbeutet haben. Ganz praktisch war natürlich eins der ersten Sachen, ein Regenschirm, denn es ist wahnsinnig kalt und es hat den ganzen Tag in Strömen geregnet. Leider. Den gab es geschenkt. Und dann, wenn es mal wieder wärmer wird, kann man diese praktischen American Express Trinkfläschchen gebrauchen. Auch Nahrung gab es. Wolfgang kriegt ein wunderbares Pekaneis. Hier gibt es einen Pekan-Riegel, den haben wir schon fast aufgegessen. Tennisball von einer Sportveranstaltung. Und bei Samsung gibt es natürlich ganz tolle Gimmicks. Da waren wir lange und haben 3 Margaritas getrunken und einen ganz leckeren Taco gegessen. Und diese Brille, die bringen wir den
Kindern mit für ihr Samsung-Handy. Ja, und natürlich praktisch auch dieses Samsung Galaxy Device. Da kann man Kopfhörer splitten. Das heißt, wenn zwei Leute sich ganz doll mögen und sie wollen die Musik miteinander sharen, dann können sie beide dasselbe hören. Und man kann das auch an sein Handy, Samsung Handy, dran machen. Und dann hat man das gleich so zum Aufstellen. Ich kann das jetzt hier nicht demonstrieren, aber funktioniert. Was haben wir noch? Ja, Crunch Mami, eine leckere Low Carb High in Protein Fiber Knabberei. Noch nicht probiert, aber wenn man mal ein Hümerchen hat. Und natürlich die South by Southwest Filmtasche, sehr schick. Ja, aber ich darf es aber da. Zum Schluss noch ein Streifzug durchs Musikerparadies. Jede Menge Instrumente und Zubehör. Gracias.